Hallo Affinity-Freunde, in diesem Affinity Photo iPad Tutorial zeige ich, wie man einen Porträt-Texteffekt erstellt und wie das geht, das zeige ich euch jetzt. So, als allererstes erstellen wir ein neues Dokument und jetzt importiere ich mir ein Foto. Dafür nehme ich das hier. Jetzt ist das hier in meinem ebenen Studio auch schon als Hintergrund gekennzeichnet. Als nächstes erstelle ich mir das Rechteck und dazu schalte ich vorher die magnetische Ausrichtung an. So, da klickt man hier oben einfach auf das Icon und schaltet jetzt die magnetische Ausrichtung an. Fertig. So, kann ich das hier wegmachen. Ich mache das mal ein bisschen kleiner. Und jetzt kann ich mir mein Rechteck hier aufziehen. So, und dann rastet der es auch schön ein und ich muss da nicht lange rumfummeln. Jetzt möchte ich dem Rechteck direkt noch eine Farbe geben. Dafür nehme ich hier oben diese Pipette, halte darauf gedrückt und gehe jetzt zu dem Punkt, wo ich mir die Farbe aufnehmen möchte. Also hier so ein dunkles Lila, das passt sehr gut. Und drücke hier einmal in diese Schaltfläche und dann wird auch schon die Farbe angewandt. Als nächstes erstelle ich mir meinen Text. So, die Größe ein bisschen kleiner. Und da nehmen wir jetzt Affinity Photo Image Editing with Style. Und da sieht man jetzt auch schon, da ist noch diese Rechtschreibprüfung aktiviert. Das finde ich immer ein bisschen störend für ein Design. Deswegen kann man das hier ganz einfach ausschalten, hier über Text, oben auf dieses kleine Feld und dann Rechtschreibprüfung bei Eingabe prüfen ausschalten. Einmal draufklicken. So. Und dann verschwindet das auch. Als nächstes möchte ich den Text linksbündig. So gehe ich hier auf diese Schaltfläche und ich möchte den Abstand hier, den Zeilenabstand, möchte ich noch ein bisschen verringern. So ist zu viel oder erweitern, wie jeder das möchte. Ich möchte es hier auf diesen Wert. Okay. Jetzt kann ich das hier noch mittig zentrieren durch diese magnetische Ausrichtung. Kann es noch ein bisschen größer ziehen und neu positionieren. Und jetzt kommt auch der eigentliche Trick an der Sache. Ich erstelle mir jetzt aus diesem Text eine Gruppe. Das mache ich hier oben über diese Schaltfläche. Gruppe erstellen. Hier über diesen kleinen Pfeil kann ich die Gruppe öffnen. Und da sehe ich auch schon, na, hier ist der Text schon drin. Als nächstes wähle ich mir hier die Hintergrundebene. Einmal drauf tippen und kann die entweder duplizieren mit hier duplizieren oder ich gehe einmal zurück. Oder mit einem Doppelfingertipp duplizieren. Kann ich nochmal in der Ebenenpalette, im Ebenenstudio gucken und da hatte mir auch schon zweimal das Bild jetzt eingefügt. Also eine Kopie und einmal das Original-Hintergrundbild. Und jetzt verschiebe ich diese Kopie, verschiebe ich jetzt hier in
die Gruppe. So. Und als nächstes möchte ich den Text natürlich jetzt durch das Bild oder das Bild durch den Text durchscheinen lassen. So, und dadurch und deshalb erstelle ich jetzt hier eine Schnittmaske, nehme jetzt den Text und füge den jetzt hier oben in dieses kleine Symbol von der Gruppe ein. Klack. Und dann macht er hier unten so ein kleines Symbol dran. Na, das heißt Schnittmaske. Und jetzt kann ich ganz einfach sagen, hier, ich möchte das hier verändern. Oder verschieben. Da hat man jetzt noch völlige Freiheit. So, ich möchte jetzt nochmal hier nach links schieben. So. Den Text auch. So. Ich möchte das jetzt noch rechtsbündig. So. Und die Farbe von dem Rechteck möchte ich auch noch etwas dunkler haben. So, dann wirkt das ein bisschen besser. Und jetzt möchte ich euch zeigen, wie man jetzt diese beiden Bilder, weil es sind ja zwei Bilder, wie man die jetzt auswählen kann und zum Beispiel auch größer machen kann. Also der Hintergrund ist einmal angewählt und hier die zweite Ebene kann ich jetzt auswählen, wenn ich von links nach rechts oder von rechts nach links schiebe. Jetzt sind beide angewählt. Und jetzt kann ich zum Beispiel die größer machen. So, wenn ich mit einem Finger nach drauf gedrückt halte, kann ich das proportional machen. So. Und dann jetzt auch noch positionieren. So wie mir das gefällt. Mit einem Doppelfingertipp kann ich das wieder auf die 100% bringen. So, und wenn ich jetzt zum Beispiel das Bild austauschen möchte, das geht halt ganz einfach. Das Kontextmenü Befehle, das hier, und sage jetzt hier platzieren und aus Fotos platzieren oder aus der Cloud, wo ihr eure Bilder auch immer gespeichert habt. Ich nehme mal aus Fotos und nehme mal hier dieses schöne Stockbild vom Thomas aus dem Forum und kann das jetzt hier aufziehen. So. Und verschiebe das jetzt hier nach unten. Kann das jetzt auch noch anpassen. So, noch ein bisschen größer machen. Zentrieren. Und jetzt nochmal eine Kopie davon machen. So ein Duplikat. Duplizieren. Und schiebe es jetzt hier oben in diese Gruppe rein.